außergewöhnliche Schuhe, essbares Geschirr und ein Bügeleisen statt ein Grill. Schaut euch nützliche Tricks an, die euch viel Spaß bereiten werden. Dolly räumt auf. Dan kam gerade noch rechtzeitig. Er hilft dir, den Staub wegzuwischen. Er beendet die Reinigung und legt das schmutzige Tuch weg. Aber er hat nicht erwartet, dass das Tuch hart wird. Wir können aus diesem Tuch eine kreative Deko machen. Fügt etwas Wasser zu Zement hinzu. Rührt es, um eine dicke, cremige Konsistenz zu erhalten. Legt ein grobes Tuch in den Zement. Setzt einen Blumentopf auf ein hohes Glas und deckt es mit Plastikfolie ab. Legt das Tuch darauf und macht Falten. Lasst es 3 Tage trocknen. Beschichtet es dann mit Acrylfarbe. Nehmt es dann vom Glas und färbt es auch von innen. Sie haben das Tuch in einen Behälter verwandelt. Es ist ein großartiger Zeitschriftenhalter. Dolly packt ein paar Kartons aus. Ben findet eine flauschige Mütze. Wie sieht das denn aus? Dolly wird sauer. Es ist ihre Lieblingsmütze. Sie hat es selber gemacht. Schneidet 2 Stücke aus Kunstpads aus. Näht sie zusammen und formt es zu einer Mütze. Schneidet jetzt die Kanten ab und färbt das Fell mit Pastellfarben. Verwendet verschiedene Farben. Klebt es dann auf die Mütze. Ben probiert die Regenbogen-Pelzmütze an. Du weißt nichts über Mode. Wenn es dir nicht gefällt, lass die Hände davon. Helf mir lieber mit den Kartons. Dolly gibt Ben alle Kartons. Und Dolly hat einen lustigen Stopper, um die Tür offen zu halten. Schneidet eine leere Acrylfarbe auf. Reinigt dann die Tube. Klebt die Kanten zusammen. Und befüllt es mit Heißkleber. Bedeckt den Schnitt mit einem Stück Filz. Legt die Tube auf Backpapier. Macht mit Heißkleber eine Form, als würde Farbe herauskommen. Färbt es dann mit der gleichen Acrylfarbe. Nehmt es dann vom Backpapier. Dolly legt den Stopper unter die Tür. Aber das ist nicht besonders hilfreich. Die Kartons passen nicht durch die Tür. Und Ben fällt auf den Boden. Ein Karton hat ihn wohl am Kopf getroffen. Ben wacht auf und fühlt sich komisch. Was ist passiert? Dolly wurde die Königin der Herzen und Ben ist der Diener. Die Königin beschwert sich über Hitze. Dann werden wir ihre königlichen Schuhe verwandeln. Öffnet eine Naht an alten Schuhen. Schneidet den oberen Teil der Schuhe ab. Und auch die Hälfte der Lasche. Reinigt dann die Schuhspitze. Klebt Reißverschlüsse an der Lasche an. Bringt einen langen Reißverschluss an der Sohle an. Öffnet den Reißverschluss und lasst nur die Hälfte dran. Deckt jetzt das Innere mit Gurtband ab. Und legt eine neue Einlegesohle ein. Klebt die andere Hälfte vom Reißverschluss auf die geschnittene Oberseite. Färbt den Bereich um die Schnürsenkel mit Acrylfarbe. Reinigt dann die Ösen. Verziert das Oberteil mit Reißverschlüssen. Verbindet dann beide Teile. Und schließt den Reißverschluss. Setzt noch die Schnürsenkel ein. Die Schuhe lassen sich leicht verwandeln. Und jetzt ist es Zeit für einen heißen Kakao. Jack, der Diener, serviert Kakao mit Marshmallows. Unser Igel kann die Marshmallows leicht aufnehmen. Macht ein Igel aus Ton. Setzt es auf den Rand einer Schüssel, so dass er gut sitzt. Deckt ein Brett und ein Nudelholz mit Vaseline ab und rollt Ton zu einer dünnen Schicht aus.
schneidet ein Oval aus und befestigt es am Igel. Mach deine Nase, Augen und Ohren aus Ton. Setz den Igel auf die Schüssel und setz die Zahnstocher so, dass sie wie Stacheln aussehen. Ein Zahnstocherhalter ist fertig. Plötzlich sticht der Igel ihren Finger. Wie kannst du es wagen? Bestraf diesen stacheligen Täter. Der Diener arrangiert eine Kochshow. Er kocht Wachteleier direkt in einem Wasserkocher. Ein exquisites Gericht wird auf einer Käseplatte serviert. Sie kann es nach dem Mittagessen essen. Reib Käse auf ein Backpapierkreis. Verteilt es gleichmäßig. Lasst am Rand etwas Platz. Schmelzt jetzt Käse in der Mikrowelle. Lasst es dann etwas abkühlen. Dreht ein Glas um und legt den Käse darauf. Dreht es noch einmal um, um die Ränder zu formen. Legt dann noch Salat hinein. Das Gericht sieht sehr lecker aus, aber die Königin ist nicht glücklich. Rot ist ihre Lieblingsfarbe und ihr Essen muss auch rot sein. Jack findet eine brillante Lösung für dieses Problem. Er serviert Ketchup. Das kleine Schwein ist heute für das Servieren von Ketchup verantwortlich. Bedeckt eine Oberfläche und ein Nudelholz mit Vaseline. Rollt roten Ton zu einem Kreis und weißen Ton zu einem kleinen Oval. Verwendet ein Strohhalm, um jeweils zwei Löcher zu stanzen und fügt die Nase hinzu. Formt Ohren und befestigt sie am Kopf. Bringt auch Augen an. Rollt jetzt ein Tonstreifen aus und formt einen Ring, der zum Hals einer Ketchupflasche passt. Verbindet dann die Teile und backt den Ton gemäß der Anleitung. Macht zwei kleine Stöpsel für die Nase aus Ton. Setzt es dann auf die Flasche und legt die Stöpsel in die Nase. Wenn der Deckel verloren gegangen ist, kann ein süßes Schwein es ersetzen. Die Königin gibt Ketchup in ihre Schüssel. Jack übergibt netterweise eine Gabel. Sie möchte nun das Gericht essen. Aber das süße Schwein beschwert sich. Nieder mit dieser grausamen Hexe. Warum ist das Schwein so frech? Weg damit. Die Königin hat Hunger. Wo bleibt das Essen? Jack hilft mit einem perfekten und einfachen Gericht. Leckeres Gemüse. Nur das Beste für die Königin. Deck dein Holzbrett mit Backpapier ab und leg Gemüse darüber. Fügt eine weitere Schicht Backpapier hinzu und büge das Gemüse. Bestreicht es mit Öl. Dreht es dann um und deckt das Gemüse mit einem neuen Stück Backpapier ab. Büget es nochmals. Die Königin probiert das aromatische Gericht. Sie liebt es. Wow, gebügeltes Gemüse. Das ist echt witzig. Aber Jack hat daran keinen Spaß. Was ist los? Ich will eine Pause. Ben ist wieder zurück. Es ist nicht mehr der Palast der Königin. Es ist der Salon von Esmeralda. Während Ben bei der Wahrsagerin ist, will er was über seine Zukunft wissen. Aber Esmeraldas Karten zeigen Ärger, sodass er einen Schweißausbruch bekommt. Wir müssen dein Gesicht abwischen. Hier, nimm diesen Globus. Was für eine Magie ist das denn? Esmeralda verwandelt schnell die Erde in eine Toilettenpapierrolle. Schneidet zwei Kreise aus metallischer Pappe aus und macht ein Loch in der Mitte, um ein Strohhalm einzusetzen. Klebt die Kreise zusammen. Schneidet dann den Strohhalm ab und klebt es in die Mitte des Kreises. Bemalt einen kaputten Globushalter mit Acrylfarbe. Klebt den Papphalter darauf. Wickelt dein Weltkartenbild in Toilettenpapierrolle ein und klebt es fest. Legt die Rolle auf den Halter. Ben nimmt einige Kontinente und wischt sich das Gesicht ab. Jetzt fühlt er sich viel besser. Und Esmeraldas Karten sagen jetzt nur gute Dinge voraus. Mit Ben stimmt was nicht. Er sieht verloren aus. Fragen wir die Zaubersteine. Sie antworten etwas in ihrer eigenen Sprache. Wir müssen es entschlüsseln. Schauen wir uns das Buch über Parallelwelten an.
Die Antwort ist hier mit Kräuterlesezeichen markiert. Schneidet künstliche Blätter aus und macht sie schmaler. Bemalt die Blattadern mit Acrylfarbe. Schneidet Magnetstreifen aus und klebt sie an die Blätter. Hängt die Lesezeichen auf beiden Seiten der Seite an. Die Bücher lügen nicht. Jetzt ist alles klar. Ben hat sich in den Welten verirrt. Wir müssen sofort seinen Astralkörper zurückbringen. Ein Schnipser und fertig. Ben erwacht wieder. Dolly ist vor ihm. Was ist passiert? Er war bewusstlos. Ben versucht seiner Freundin von den anderen Welten zu erzählen. Oh Gott, anscheinend hat er sich doch stärker verletzt. Dolly trägt die Boxen und Ben kann die Tür schließen. Die Schlüssel befinden sich am Schlüsselhalter. Bedeckt eine alte Sicherheitsgurtschnalle mit Acrylfarbe. Fügt einen Aufkleber hinzu. Klebt ein Band mit einem Schlüsselbund und Schlüssel dazu. Befestigt doppelseitige Klebebandstreifen an der flachen Seite. Ben befestigt den Schlüsselhalter an der Wand. Wie interessant! Warte! Das Schweinchen liegt auf dem Tisch. Wie ist das hierher gekommen? Ich kann es nicht glauben. Wie fandet ihr unsere Lifehacks? Schreibt uns, welche Hacks ihr unbedingt ausprobiert. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst doch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.